Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile in Bielefeld, Ihr EU-Wagenpartner vor Ort. Heute mal was anderes. Heute haben wir mal ein gebrauchtes Auto, was wir hier vorstellen möchten. Und zwar haben wir heute einen Fiat 500 Elektro. USA-Version, wird in den USA gebaut seit 2012, 2013. Das Auto, was wir hier stehen haben, ist eine Version 2016, schon nach dem Facelift mit sämtlichen Updates versehen, mit allem, was dazugehört. Das Interessante ist eigentlich die Tatsache, dass die Fiat Automobil AG meinte irgendwo, das Auto bringen wir zwar in den USA, aber bringen wir nicht nach Europa. Mittlerweile ist es ja so, es gibt auch eine neuere Version von dem Auto, natürlich zu einem deutlich höheren Preis, ist jetzt gerade in 2021 vorgestellt worden. Diese Version ist mittlerweile aber auch in Europa angekommen, ist sehr, sehr beliebt. Und warum das so ist, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das Fahrzeug kostet ungefähr schlank die Hälfte von dem, was das aktuelle Fiat 500 Elektromodell kostet. Und zwar ist es so, wir haben hier eine Technik in dem Auto, die letztendlich baugleich ist mit dem BMW i3. Bedeutet Akku, Elektromotor, alles was dazugehört, die ganze Technik, die ringsherum ist, ist identisch. Das Auto wird angegeben mit einer Reichweite von gut und gerne 160 Kilometern. Erfahrungsgemäß sind es je nach Temperatur zwischen 130 und 160 Kilometern. Was das Schöne bei dem Auto ist, ist eben halt die Größe. Natürlich ist das nicht unbedingt das typische Familienauto, sondern eher irgendwo als Zweitfahrzeug gedacht, als Einkaufstasche in Anführungsstrichen irgendwo, wo man sagt, okay, ich fahre damit zum Einkaufen, fahre zum Sport, fahre damit zum Arzt. Was ich persönlich unwahrscheinlich gut finde, ist eben halt diese schicke Optik bei dem Auto. Wir haben hier eine Optik vergleichbar mit den Fahrzeugen Fiat 500 in der Abarth-Ausstattung. Das heißt, dieser geänderte Stoßfänger, Seitenschweller, Heckschürze, Heckspoiler mit dabei. Innenausstattung halt auch mit Leder gemacht, also wirklich sehr, sehr hochwertig. Das ist, ich sag mal, ein ganz trendiges, ein ganz, ganz schickes Auto eben halt. Nicht so konservativ geschnitten, sondern wirklich typisch italienisch eben halt ein bisschen hübscher gemacht, das Ganze. Wir gehen jetzt einfach mal rum, gucken hier auch in den Innenraum rein, um da mal einen kleinen Überblick zu bekommen. Wie ich schon angesprochen hatte, Lederausstattung ist mit drin bei dem Auto. Lederlenkrad mit Multifunktion ist dabei. Natürlich einen Eingang Automatikgetriebe, Sitzheizung ist vorhanden, Klimaautomatik ist vorhanden, Radio ist mit drin. So ein Auto hat auch eine Einparkhilfe hinten, da fehlt im Grunde genommen von der Ausstattung für einen Kleinwagen erstmal soweit nichts. Was hier sehr schön ist, das Auto hat zusätzlich nochmal ein verbautes Glasdach, finde ich auch sehr, sehr angenehm, kommt viel mehr Licht in den Innenraum rein. Gerade wenn man dann Sommertag mal gerade irgendwo losfährt, noch irgendwo was einkaufen, das sind ja meist Fahrten irgendwo im Bereich 15 Kilometer. Ist mit so einem kleinen Elektroauto hervorragend zu machen. Kofferraum ist natürlich gemessen an der Außenlänge, das war zu erwarten, nicht riesengroß. Aber für die kleineren Einkäufe funktioniert es in jedem Falle. Und notfalls können wir also auch mal gerade jeden umklappen. Funktioniert auch. Variabilität 50-50. Finde ich, ist auch schlau und ist auch geschickt gemacht. Hier unten haben wir das Ablagefach. Da kommt das Batterieladegerät mit rein und in diesem Falle hier auch der Kompressor für Luftdruck, Reifendichtmittel für den Fall der Fälle. Alles an Bord. Kleines, schickes Stadtfahrzeug. Ich muss dazu sagen, wir haben ein paar dieser Fahrzeuge bis dato schon verkaufen können. Feedback von den Kunden ist technisch einwandfrei, Autos funktionieren, laufen einfach. Was ganz toll ist, ich kann das Auto ganz normal an der Haushaltssteckdose laden. Ist ja auch ein Riesenthema eben halt. Ich brauche jetzt nicht gleich eine Ladesäule, keine Wallbox oder irgendwas in der Form. Hängen den ganz normal an die Haussteckdose eben halt dran.
Natürlich ist es so, die Ladezeit ist dann dadurch etwas länger, aber ich sag mal, wenn ich das Auto abends abstelle und lasse einfach mal 8 Stunden durchladen, ist der Akku in jedem Fall auch wieder zu 100% gefüllt. Wenn es eine Schnellfüllung sein muss, wo ich sage, okay, von 20 hoch auf 80%, das funktioniert normalerweise innerhalb von gut 4 Stunden. Das heißt also auch im Alltagsbereich sehr, sehr gut zu nutzen. Gut, was wir natürlich nicht unterschlagen wollen, ist, dass wir die Ladesteckdose noch mal einmal zeigen. Es gibt da also ganz einfache Möglichkeit, Deckel öffnen, schließen, so wie wir es beim Standardverbrenner eben halt auch kennen. Da wird einfach der Stecker draufgesetzt, dann auf der Gegenseite eben halt zur Haushaltssteckdose und schon wird das Ganze geladen. Zusätzlich gibt es vorne im Bereich Armaturenbrett eine Ladeanzeige. Dort sind so 5 einzelne LED-Balken praktisch. Je nachdem, wenn alle 5 dann eben halt am Leuchten sind, dann ist der Akku komplett gefüllt. Ansonsten, so wie wir es von klassischen Tankanzeigen eben halt auch kennen, sind dann nur 2 letztendlich eben am Leuchten. Dann haben wir natürlich die Situation, dann ist der Akku halt noch nur erstmal zur Hälfte gefüllt oder ich sag mal knapp unter der Hälfte. Also im Grunde genommen ganz einfach. Nichts Außergewöhnliches, nichts Umständliches, ganz einfach in der Bedienung. Also alles in allem schickes, schniekes Auto. Wir stellen das Auto von unserer Seite her bereit mit Zulassungspapieren, sprich also TÜV-Hauptabnahme ist gemacht bei dem Auto. Die technischen Nachrüstungen für den deutschen Markt, die sind auch erfolgt. Das Fahrzeug haben wir jetzt hier im Angebot, wie gesagt, ein 2016er Auto. 25.000 Kilometer hat er jetzt gelaufen. Da liegen wir effektiv bei 15.990 Euro. Also von den Kosten, wie gesagt, gut rund die Hälfte von dem, was das aktuelle Modell bei Fiat jetzt kostet. Natürlich ist es so, dass das aktuelle Modell etwas mehr Reichweite hat. Natürlich haben wir da einen neuen Ausstattungsstand, ohne Frage. Aber ich sag mal, für den, der vielleicht den Einstieg in die Elektromobilität machen möchte und nicht unbedingt gleich 30, 40, 50, 60.000 Euro für ein Auto ausgeben möchte, ist dieser kleine Fiat 500 als Elektrofahrzeug eine tolle Alternative. Okay, ich denke, das Auto haben wir soweit vorgestellt. Dürfte alles drin sein. Ansonsten, wenn es eine Anfrage dazu gibt, gerne per Telefon, gerne per E-Mail, gerne auch per WhatsApp, gerne per Videotelefonie. Ansonsten sind wir vertreten auf unserem Instagram-Kanal und natürlich hier auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Würde mich über einen Like auch sehr, sehr freuen. Und sag einfach mal, schauen Sie sich das Fahrzeug mal an. Ich sage vielen Dank und bin raus.